Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Explorer getroffen! Explorer, hören Sie mich! Explorer, kommen! Explorer! Astronaut vom Shuttle getrennt! Dr. Stone ist vom Shuttle getrennt! Dr. Stone, aufwinken! Hören Sie, Sie müssen sich aufwinken! Sonst fällt der Augenblick zu weit aus! Hören Sie mich, Sie müssen sich konzentrieren! Ich verliere gleich Sichtkontakt! In ein paar Sekunden kann ich Sie nicht mehr auf! Sie müssen sich ausklinken! Ich kann Sie nicht mehr sehen! Winken Sie sich aus! Wo ist ihr zu Hause, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Gibt es da unten jemanden, der an sich denkt, wenn er nach oben schaut? Ich hatte eine Tochter. Ein kleines Mädchen mit braunen Haaren. Sagt ihr, dass ich nicht aufgebe? Nummer 4. Was wollen Sie von mir, Mann? Ihr Vater war 12 Minuten lang Captain des Raumschiffs. Er rettete 800 Leben. Darunter auch Ihres. Ich fordere Sie auf, das zu übertreffen. Treten Sie der Sternenflotte bei. Sie alle werden Angst bekommen. Angst im Angesicht des sicheren Todes. Fallschirm auslösen! Los, 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 los! Wir haben einen Notruf empfangen. Ich warte schon mein ganzes Leben auf diesen Tag. Den Tag der Wiedergutmachung. Wir haben keinen Captain und keinen ersten Offizier, der ihn ersetzt. Doch, haben wir. Du bist selbst in der Lage, über dein Schicksal zu entscheiden. Die Frage ist, welchen Weg wirst du einschlagen? Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Hoffe ich auch. James T. Kirk war ein großartiger Mann. Aber das war ein anderes Leben. Torpedo sichern! Ausweichmanöver! Alles abfeuern! Nummer 3. Ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt läuft einfach alles schief. Bereit! Und dann sagt man, das war's. Vorsicht! Das ist mein Ende. Commander, Mark ist tot. Wir müssen sofort weg! Man kann das entweder akzeptieren oder an die Arbeit gehen. Das wird meine Crew ganz schön überraschen. Und die NASA. Die ganze Welt. Aber ich lebe noch.
Überraschung. Der Haken ist, es dauert 4 Jahre, bis mich eine andere Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Ich brauche also Wasser und Nahrung auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Aber wenn ich es nicht schaffe, die NASA zu kontaktieren, spielt das auch keine Rolle mehr. Wir haben eine Videonachricht erhalten. Mein Gott. Watney lebt noch. Wir holen dich ab, Watney. Noch Fragen, Neil Armstrong? Okay, rechnen wir es durch. Ich habe genug Essen für 50 Tage. Er wird verhungern lange, bevor wir ihm helfen können. Das heißt, ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Er ist 50 Millionen Meilen weit weg von zu Hause, vollkommen allein. Was denkt er wohl gerade? Ich bin der größte Botaniker auf diesem Planeten. Ich weiß, wie wir ihn retten können. Aber wir brauchen die Hermes-Crew. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass einer stirbt oder eine geringe, dass 6 sterben. Ich setze ihre Leben nicht aufs Spiel. Das ist wichtiger als eine Person. Nein, ist es nicht. Die NASA hat die Mission abgelehnt. Also wenn wir das machen, reden wir über Meuterei. Wenn etwas schiefläuft, sterben wir. Ist Ihnen klar, wie verrückt das ist? Sie haben keine andere Wahl. Egal was passiert, sag der Welt, sag meiner Familie, dass ich nie aufgehört habe zu kämpfen, um nach Hause zu kommen. Nummer 2. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Nummer 1. Seit jeher haben wir uns durch die Fähigkeit definiert, das Unmögliche zu erreichen. Und wir zählen diese Momente. Der erste Flug, der schneller ist als der Schall. Diese Momente, in denen wir nach Höherem streben. Grenzen überschreiten, nach den Sternen greifen. Gemini 6, Sie haben Go. Das Unbekannte erforschen. Aber ein großer Schritt für die Menschheit. Wir zählen diese Momente zu unseren größten Erfolgen. Es beflügelt die Fantasie einer ganzen Generation. Doch all das haben wir verloren. Landet zum letzten Mal.
vielleicht haben wir nur vergessen, dass wir noch immer Pioniere sind, dass wir noch ganz am Anfang stehen und dass unsere größten Errungenschaften nicht hinter uns liegen dürfen, dass unser Schicksal vor uns liegt. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.